Ja, hallo, ich grüße dich. Es ist der 12.04. Wieder die Zahlen 2 und 4, wie schon am 2.04. Einfach ein bisschen weniger stark, weil die 1 noch dazu ist, aber wieder eine sehr tiefenbezogene Konstellation, weil die 2 und die 4, du weißt es schon, wahrscheinlich zu den tiefenbetontesten Zahlenkräften zählen, die es gibt. Ja, und heute ein wunderbarer Tag, um alle möglichen tiefgründigen Tätigkeiten zu fördern. Was kann das sein? Ja, zum Beispiel Bewusstseinsarbeit, Meditieren, ja, weil der Fokus, die Konzentration da ist, oder? Da brauchst du immer auch eine gewisse Ruhe. Das ist heute durchaus eben gefördert. Meditation, Reflektieren, Erkennen, vertiefte Betrachtungen, dies und das erkennen und lösen, ja. Du kannst aber auch über sonst was brüten. Zum Beispiel kannst du heute die Buchhaltung machen oder die Steuern oder über Zahlen brüten oder im Controlling oder über eine Tabelle oder ein Buch lesen oder einfach in dem Sinne etwas, wo du einfach Fokus, Konzentration, Vertiefung möchtest, ist das sehr gut heute. Ja, selbst auch für soziale Bemühungen, weil die Zwei an stärkster Stelle, sie gehört also so auch zu den sozialsten, weiblichsten Kopf-Geist-Kräften, also von dem her ist das solches möglich. Genau, also die Empfänglichkeit oder eben zu lernen, aufzunehmen, wahrzunehmen, das kann heute recht gut sein. 12 und 4, das ergibt 16, das ist dann das Kommunikationsfenster für diesen Tag. Und ja, du, da kann es durchaus ein bisschen intensiv oder auch, ich sage es mal mal also ein bisschen auch leidenschaftlich, also emotional wollte ich zuerst sagen. Ja, natürlich kann es auch leidenschaftlich sein. Also es kann heute interessant sein, im Gespräch so ein bisschen etwas aufzubrechen, so ein bisschen etwas vielleicht auch auszulösen. Ja, das oder zum Beispiel auch zu versuchen, ein Gespräch zu führen, was dann nachher praktische Folgen hat, sozusagen. Ja. Jo, Menschen, die am 12.04. geboren sind, ja, die sind sozialer, tiefgründiger, fokussierter, oft klarer Natur, können zum Beispiel exakt genau arbeiten, können sich wohlfühlen in typischen Kopftätigkeiten wie Buchhaltung, Controlling, Verwaltung, aber auch in Sozialbereichen sehr geeignet. Durchaus eben alles auch, was Beratung zu tun hat, immer, das ist halt immer auch dabei, immer ein Feld, um da mal ein paar Dinge aufzuzeigen. Ja, also 12.04. Geborene, die können zum Beispiel eine Verbindung haben mit solchen, die einem 16. geboren sind, oder zum Beispiel einem 6.6. oder 8. Vierter und so weiter. Ja, du, dann wünsche ich dir heute einen möglichst ja, erkenntnisreichen Tag, gutes Arbeiten mit Kopf- oder Geistdingen und wir sehen uns wieder, also sehen, also übertragen Sinne. Gut, klar, du kannst auch jederzeit vorbeikommen, falls du möchtest, das ist natürlich, ja, dafür bin ich natürlich auch da, wenn ich schon von Sehen spreche. Okay, dann bis morgen, falls du magst. Ciao.